Bank Holiday Monday im Wembley, das Finale der EFL Championship Playoffs. Aston Villa gegen Derby County. Der Tabellenfünfte und Tabellensechste der regulären Saison spielen im Finale der zweiten Liga den letzten Teilnehmer der Premier League-Saison 2019-2020 aus. Beide Mannschaften haben dramatische Halbfinals überstanden und beide Mannschaften hatten mit Nervosität zu kämpfen. Zu Beginn Villa kam allerdings besser rein. Ersatzkapitän Jack Grealish mit der ersten Möglichkeit. Weiter Derby County mit wenig vom Spiel, wenn dann nur die Villains mit Tammy Abraham. Viel Chelsea-Subplot in dieser Partie. John Terry, Co-Trainer bei Aston Villa. Frank Lampard, Cheftrainer bei Derby County. Und womöglich das letzte Spiel in der Karriere des Ashley Cole. Und darüber hinaus geht es noch um 170 Millionen garantierte Pfund bei Aufstieg für beide Mannschaften. Dann auch Derby County, bis dato kein Torschuss zu vermelden in dieser Partie. Mason Mount gehörte der erste in Minute 37, ebenfalls Leihgabe vom FC Chelsea. Und dann wieder Aston Villa mit El Mohammadi. Da ist El Ghazi. 1:0 für die Villans. Der sechste Treffer. Jack Grealish löst aus von hinten links. Und es dauert wenige Sekunden, bis der Ball rechts vorne landet bei Albert Adoma. Und der nimmt El Mohammadi mit. Der mit der Flanke aus dem Halbfeld. Das haben sie zwei, dreimal vorher so probiert. Da hat es nicht geklappt. Jetzt El Ghazi gegen Jaden Bogle, der schwach verteidigt am langen Pfosten, nichts mehr zu machen. Der Rücken El Ghazis besorgt seinen sechsten Treffer. Freude bei Dean Smith, der erst im Oktober übernommen hatte, auf Platz 15. Alle rechneten mit einem Mittelfeld-Tabellenende für Aston Villa in 18-19. Halbzeit Nummer 2. Weiter die Villains mit El Ghazi. Und da ist plötzlich der Torschütze John McGinn. 2:0 Aston Villa. Es roch alles nach Aufstieg. Diesmal auf der anderen Seite entstanden. Wieder El Ghazi gegen Bogle. Und jetzt kommt Rose raus. Und wenn er das tut, dann muss er ihn haben. McGinn auf Verdacht. Klarer Torwartfehler. Aber klasse, dass McGinn nachgeht. Aston Villa führte verdient mit 2:0. Insgesamt wenig zu sehen von den Rams im zweiten Durchgang. Aber sie kamen noch mal eine Viertelstunde vor Schluss. Mal wieder an sich selbst. Und die eigene Moral appelliert mit dem eingewechselten Marriott. Der hat im Halbfinal-Rückspiel Leeds gleich 2 eingeschenkt nach Einwechslung. Und auch jetzt noch mal richtig was gebracht für einen inzwischen schon leicht konsternierten Frank Lampard. Vor gut einem Jahr als Cheftrainer Derby Countys installiert. 81. Spielminute, Wackhorn ebenfalls eingewechselt. Josefsson auch so. Bogle, und das ist Jack Marriott, der dritte Joker. Und dieser sticht. Auch da Tomori mit dem langen Ball nach vorne. Wackhorn hat zunächst Probleme. Timings macht das gut, verletzt sich in dieser Situation. Villa verteidigt nicht mehr im Kollektiv. Derby County glaubt an diesen Treffer und sie haben noch einmal Hoffnung. Gut 10 Minuten vor dem Ende. Die Nachspielzeit, sie dauerte lange. Es spielte nur noch Derby County. Aston Villa versuchte sich irgendwie über die Linie zu zittern. Das ist gut gespielt. Wackhorn, Harry Wilson spielte eine überragende Saison. Und dann Chet Steer. Irgendwie über die Linie zittern. Lange dauerte es nicht mehr. Der Schlusspfiff im Wembley. Und das bedeutet, Aston Villa steigt auf in die Premier League. Nach 3 Jahren Championship haben sie es geschafft. Eine Saison mit bizarren Comebacks, spektakulären Toren und einem Dean Smith, der den Erfolg an die Trinity Road zurückgebracht hat. Übernommen auf Platz 15 und er endet in der Premier League. Das neue Konsortium um Nassif Saviris, Wes Eden, sie feierten die Helden. Die Second City hat wieder ein erstklassiges Team. Aston Villa steigt auf in die Premier League.
Herzlichen Glückwunsch an die Villains aus aller Welt. Aston Villa ist erstklassig.